Hi du, da bin ich wieder. Heute machen wir einen richtig schönen Tortilla-Avocado-Salat. Wenn du den mal sehen willst, dann bleib doch einfach mal dran. Wir beginnen mit einer Avocado und ich hoffe, ich habe Glück. Ich letzte Zeit so oft Pech gehabt mit Avocados. Und was ist das frische Merkmal, wenn du das hier, den Pöppel hier abziehst und innen drin noch grün ist? Und ich hoffe jetzt einfach, wenn ich die jetzt aufschneide, dass sie keine schwarzen Stellen hat. Und wie schneidest du eine Avocado am besten auf? Ganz runterschneiden bis zum Kern. Auseinanderdrehen und Gott sei Dank. Wie kriegst du den Kern am besten raus? Messer nehmen und so. Diese Avocado hier, die wir jetzt haben, werden wir einmal fitteln. Dazu einfach mit dem Messer vorsichtig durchgehen, so dass du nicht durchstichst und dich auch nicht schneiden kannst. Und dann nimmst du den Löffel. Gehst an der Seite rein. Und holst die Avocado raus. So, was machen wir jetzt? Wir haben die Avocado hier vor uns liegen, du siehst es. Wir geben ihnen eine kleine Schüssel. Und wir machen da jetzt auch nichts großartig Wildes mit. Denn wir werden die jetzt einfach nur salzen, pfeffern und ein bisschen Olivenöl dazugeben. An Olivenöl ungefähr, lass mich nicht lügen, ein Esslöffel, vielleicht auch zwei. Pfeffer habe ich schon drauf gegeben und jetzt noch eine Prise Salz. Und dann gehst du so durch. Mehr machst du nicht. Du guckst einfach, dass die ganze Avocado bedeckt ist mit Olivenöl. Vielleicht gibst du noch ein bisschen mehr darüber. So. Und dann machst du Folgendes. Du machst einfach schon mal die Pfanne heiß und gibst dann die Avocado in die Pfanne rein. Nun gehst du hin und gibst die Avocado da rein und langsam gleich fängt es an zu brutzeln. Und das soll auch so sein. Die Avocado soll ganz langsam mit der Pfanne heiß werden und dann leicht anrösten. Und zwar lassen wir das ungefähr 4-5 Minuten von jeder Seite anrösten, sodass sie schöne leichte Röstaromen bekommt und warm ist. Denn warme Avocado ist 10-mal geiler als kalt. Und ich persönlich mag keine kalte Avocado, warm schon. So, während die Avocado jetzt brät, nehmen wir uns einmal Tortilla-Chips. Klingt erstmal etwas komisch, aber du kannst solche Tortilla-Chips oder Nachos oder wie auch immer wunderbar als Salat verwenden. Es gibt auch diesen klassischen Nacho-Salat, aber ich mache ihn jetzt anders. Ich nehme hier für meinen Salat für eine Portion eine Hand, das reicht voll und ganz. Die Nachos, die geben wir so auf den Teller. Das ist meine Basis. Du siehst es einmal hier, die kommt erstmal beiseite. Denn jetzt bereiten wir einen Salat vor. Ich habe mir hier Salat besorgt, der habe ich schon gewaschen und trocken geschleudert. Der ist nur noch ganz leicht feucht. Und der Salat hier ist für eine Person. Und du siehst, er ist etwas grob. Das ist mittlerweile selbst angebauter Salat. Einfach mal etwas kleiner schneiden. So, dass das einfach nur mundgerechte Stücke sind. Und diesen Salat werden wir kurz mit etwas Zitronensaft anmachen. Und zwar als Dressing ruhig etwas Zitronensaft drüber geben. Du siehst hier, ich mache jetzt nicht allzu viel. Das Wichtige ist einfach nur dabei, dass du die dreifache Menge an Olivenöl nimmst von dem Zitronensaft, damit die Säure schön ausgeglichen wird. Und dann kannst du mit dem Löffel einfach alles unterheben, ruhig auch mit etwas Salz und Pfeffer dran. Und dann werden noch 8 Tomaten halbiert, nichts Wildes. Und du kannst schon mal etwas von dieser wunderbaren Kresse hier abschneiden. Wenn du jetzt andersfarbige Kresse nur bekommst, mach das, nimm das. Auf jeden Fall hätte ich mal eine Schere. Oder habe ich eine Schere? Nee, natürlich nicht. Dann schneide ich mir jetzt einfach wirklich großzügig hier so von so einem kleinen Kästchen die Hälfte ab. Locker das alles ein bisschen auf, weil die sollen nicht so zusammengepappt sein. Und dann würde ich sagen, dass wir schon mal unseren Salat zusammenbauen können. Starten wir mal.
Du siehst hier meinen Teller mit Nachos und ich gebe natürlich Salat oben drauf. Aber ganz ehrlich, ich versuche ja noch was ein bisschen zu schichten. Und gebe dazwischen immer noch ein paar Tomätchen. So, und dann kommt unser Star. Du siehst hier einmal, wie super die gebraten sind. Und diese golden gebratenen Avocados, die kommen natürlich dann da drauf. Und dann geben wir noch ein paar Sprossen oben drauf. Und dann haben wir einen richtig, richtig leckeren Salat.